Servus, grüßt euch und hallo. Der DJ Nick heißt euch ganz herzlich willkommen bei Transportfieber 2 in Bayern zur 82. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir jetzt offline einmal ganz kurz ein bisschen umgeschaut. Also zum einen möchte ich natürlich in dieser Ausgabe, drück mal Play jetzt kurz, ich weiß eh schon, wo ist das. Ich möchte in dieser Ausgabe nochmal ganz kurz auf unsere Steinbruchgeschichte Richtung Nürnberg. Das werde ich mir jetzt dann gleich nochmal anschauen. Ich soll es jetzt einmal so ein bisschen einlaufen und ich habe mir jetzt einmal offline nochmal so ein bisschen umgeschaut, was mir alles so eingefallen ist und es gibt mal wieder einige Kleinigkeiten, ja, zu reparieren, zu machen, zu verbessern, denn bei einigen Städten schaut es echt vogelwild aus und würde ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen durchgehen. Auch das ist ja in Sachen Mikromanagement leider immer wichtig und immer angesagt und vielleicht machen wir dann einmal eine kurze Reise mit irgendeinem Autofahrer. Das machen wir nachher. Was mir aufgefallen ist, Rosenheim. Rosenheim liegt mir etwas auf der Seele, denn, wie ihr hier seht, meine Güte, da schaut es echt überhaupt nicht gut aus. Sowohl bei den Stationen, also beim Verkehr, als auch bei den Emissionen. Das Schlimme ist, wir haben in Rosenheim, oder das Schlimme ist, die Tatsache ist, wir haben ja in Rosenheim überhaupt gar keinen Zugverkehr. Da fahren ja nur unsere Busse. Aber wenn man sich das zum Beispiel so schaut, ja, hier. Da fehlen einem die Worte, denn man sieht schon, die Leute strömen mit dem Auto Richtung Rosenheim und das ist hier irgendwie verkehrstechnisch, ist das hier alles ein bisschen komisch gebaut. Das heißt, wir müssen das hier umbauen. Das gefällt mir alles nicht und genau das gehen wir nämlich jetzt an. Zum Beispiel werden wir das jetzt hier mal wegreißen und das hier werden wir jetzt einmal wegreißen. Ja. Ah, jetzt ja. Okay, da braucht gleich die Grafik ein bisschen, weil er sie nicht auskennt. Und auch das hier werden wir jetzt einmal wegreißen. Also das ist alles nicht gescheit gebaut. Und jetzt bauen wir es einmal gescheit. Und dann werden wir uns einmal um den Verkehr kümmern. Und dann einmal schauen, ob wir vielleicht wirklich irgendwie, weiß noch nicht wie, keine Ahnung, ob wir doch noch einen Bahnverkehr irgendwie machen. Aber ich habe die Befürchtung, das werden wir nicht hinkriegen. Es sei denn, wir bauen hier einen zweiten Bahnhof in München, wäre dann in dem Sinn schon möglich. Und das zweite, kommen wir gleich nochmal zu Rosenheim. In Altötting gibt es überhaupt keinen öffentlichen Verkehr. Das einmal so nebenbei. Das wollte ich jetzt einmal angehen. Ja, es sind immer so Kleinigkeiten, die muss man halt einfach machen. Ja, das ist wichtig. Ja, freilich, weil sonst. Und jetzt schauen wir mal, jetzt hoffe ich mal. Sehr schön. Jawohl, jetzt ist das alles zweispurig. Also ganz offensichtlich braucht Rosenheim schon diese Zweispurigkeit, damit einmal hier dieser Verkehr da ein bisschen abfließt. Das ist ja ein Wahnsinn. Und vielleicht sollten wir vielleicht sogar hier mal da so eine Straße rüber bauen, weil vielleicht kann da der Verkehr ein bisschen abfließen. Und dann erstmal mal hier. Ja, ich denke, die wollen fast alle in die Innenstadt. Bau nicht möglich, bau nicht möglich. Okay, wir bauen da, wo es möglich ist. Bau auch nicht möglich. Jetzt ist er möglich. Okay, da hat er jetzt ganz schön abgerissen. Ah, schmerzt mir ein bisschen. Aber das muss halt einfach sein. So, jetzt, okay. Dann lassen wir mal wieder laufen und schauen uns das einmal an, ob da jetzt der Verkehr ein bisschen besser läuft. Aha, das schaut doch jetzt alles schon wesentlich besser aus. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so blöd, wenn wir hier diese Straße noch rüber verbinden, wenn das denn geht. Aha. So, das schaut doch schon ein bisschen besser aus. Dann hoffe ich mal, dass sich das jetzt alles ein bisschen hier entzerrt. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Und wir haben ja hier auch wahnsinnig viel Leute. Das ist ja, hoppala, das ist ja das nächste auf unserer München-Rosenheim-Route. Da fahren jetzt schon 6 Busse, aber anscheinend ist das echt nur zu wenig.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir überhaupt gar keinen Innenstadtverkehr in Rosenheim haben. Das müsste man ein bisschen umgestalten, indem man eben in Rosenheim einen großen Bahnhof baut, einen Busbahnhof und dann dazu einen regionalen Verkehr in Rosenheim. So wäre es ja eigentlich richtig. Also einen großen Busbahnhof, wo die Leute dann nach München fahren, wenn wir schon keine Bahn haben, und die haben wir nicht, weil hier warten die Busse ewig im Stau. Das ist nämlich das Problem. Und vielleicht ist es auch clever, wenn man hier noch eine zweite Route nach Rosenheim baut. Weiß ich noch nicht, ob das so clever ist. Wir haben auch ein bisschen das Problem, dass hier noch eine. Also, das ist schon der Wahnsinn, gell? Aber so wie es jetzt ausschaut, glaube ich, war das jetzt eine gute Tätigkeit. Man sieht schon, das fließt jetzt alles ein bisschen besser ab. Und der Computer baut auch gleich wieder die Häuser nach. Schau mal. Okay. Ja, also würde das echt gern so machen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ob man die dann eher im Industriegebiet. Das ist jetzt die Frage. Also hier haben wir ja, aha, das ist ja also Wohngebiete, also da wohnen die Leute, da arbeiten die. Ich würde wahrscheinlich eher sagen im Wohngebiet, damit die Leute zur Arbeit nach München fahren können. Das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Dass der Computer da gerade eine Straße herbaut, das werden wir gleich mal ändern. So. Bauen die dann gleich mal zu Ende, wenn er schon zu faul ist. Also ist die Frage, wo bauen wir denn hier diese Busstation her? Vielleicht tatsächlich hier, weil wir da jetzt, hätten wir jetzt gerade einen Platz. Oh, hoppala. Aha. So. Da hätten wir jetzt gerade einen Platz. Baue es jetzt einfach mal her, schaut ja nicht, bevor der Computer wieder auf die Idee kommt, dass er uns Häuser da herstellt. Ja, da kommt ganz schön viel Verkehr zusammen, weil da auch wahnsinnig viel Verkehr eben aus Altötting rüberkommt. Ist schon ein Wahnsinn. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, weil eine Bahnverbindung Rosenheim-Altötting wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, gell? Aber jetzt machen wir erst einmal das. Ja, eins am anderen. Meine Ideen, mein Kopf quillt schon wieder über vor lauter coole Ideen. Wir machen jetzt das so, dass wir den hier die Linie umrouten. Und das heißt, jetzt mache ich mal Pause. Das heißt, das müssen wir komplett neu machen. Da haben wir ja das Ein- und Aus, das würde ich gern lassen. Aber wenn wir das jetzt wegmachen, na, haben wir schon fast gedacht. Das heißt, wir müssen das komplett nochmal neu gestalten. War hier, gell, der Kiefernweg, ja. Kiefernweg einsteigen. Dann geht's nach Rosenheim. Hoppala, wo sind wir denn? Ich finde Rosenheim nicht mehr da. Und dann geht es nur hierher. Na, Schmarrn, daher.
So. Dort werden wir aussteigen und dort werden wir einsteigen. So. 2, 3, aussteigen, einsteigen, dann geht es wieder zurück. Dann. Okay. Und dann geht es wieder an den Kiefernweg vorher. Ah, heute, halt, das war der falsche. Vorher. Das heißt also, weiß ich nicht, was da was ist. Was ist jetzt da 1 und was ist 4? Laden, laden. Genau. Ich glaube, so müsste es stimmen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt fahren die Busse eben nicht mehr daher. Gingen die Leute wahrscheinlich alle weg, das dachte man. Die wandern jetzt hoffentlich alle zur Busstation hier. Und jetzt machen wir hier. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das an. Okay, hier ist, da ist Wohngebiet. Das ist also Wohngebiet. Die Station brauchen wir eigentlich nimmer. Und das ist Industrie, oder habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, okay. Ist natürlich jetzt nicht weit, aber okay. Machen wir die jetzt weg. Ah, okay, das wusste ich nicht. Rosenheim Garmisch hat ja auch. Verstehe. Ja, dann lassen wir Garmisch natürlich auch hier an unsere Hauptdinger fahren, weil ich. Fahren die also jetzt beide, ist natürlich eine Mordsmeile jetzt, dass der dann von da oben von Garmisch da durch die Stadt fahren muss, ist halt leider so. Aha, also der Verkehr in Rosenheim, Wahnsinn, er ist kaum zu bändigen. Wandern die jetzt tatsächlich alle? Warum geht denn da nichts vorwärts? Das gibt's doch nicht. Dauert denn das so lang? Na jetzt ja. Gottes Willen, was ist denn das für eine Ampelschaltung? Ja, also, heieiei, wir werden tatsächlich der Verkehrssituation hier in Rosenheim kaum Herr. Das habe ich auch noch nie erlebt.
Es ist ja echt spannend, aber machen wir denn da am besten? Mehr wie Doppelspurig kann ich leider nicht ausbauen. Da kommen echt immer mehr Autos. Es ist zwar jetzt besser geworden, staut jetzt nicht mehr ganz so weit. Und da kommen die Busse nicht raus, weil die sich hier stauen. Haben wir echt ein Problem. Sagt ja so, da stauen sich jetzt die ganzen Busse. Da müssen wir jetzt doch was anderes machen, eine andere Idee noch. Ja, Wahnsinn. Das hätte ich auch nie gedacht, dass das mal wirklich so zu so einem Problem wird. Oder? Weiß ja nicht zum Beispiel, warum der da jetzt nicht ganz vorn, vielleicht nach vorn hinfährt. Mysteriös ist das. Okay, jetzt langsam entzerrt sich das ein bisschen. Ich schaue bloß immer, wo die so alle hinfahren. Ah, jetzt wird es aber besser. Gut, sehr gut. Holen wir auch die Busse wieder alle weg. Okay. Ja, unglaublich, ich bin ganz baff. Gut, okay, jetzt habe ich mir aber vor lauter Schauen, Schauen, Schauen ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Wir machen jetzt auf alle Fälle noch, und das machen wir ganz sicher eben. Hier noch die Buslinie und da bauen wir jetzt erst einmal das Bushäuschen noch. Bauen wir normales in Rosenheim. Da ist der eine. Das ist dann der Wohnbereich und dann brauchen wir den anderen hier im Industriebereich. Machen wir einfach daher. So. Und machen hier eine neue Linie tatsächlich mal wieder. Und mal wieder eine ganz stinknormale Buslinie. Da ist es dann die. Der Bus 1 in Rosenheim. Also B01 ist es dann immer. Gut, Entschuldigung. Fahrt der von da nach da. Genau, mehr ist es eigentlich nicht. Wir haben kein Fahrzeugdepot mehr. Na ja, dann nehmen wir eins in München. Da haben wir ja welche. Tramdepot, Straßenfahrzeugdepot, kaufen. Kauft man zwei. So. Also die Jungs jetzt auf dem Weg nach Rosenheim. Und ja, dann haben wir jetzt schon mal das. Aha, und schon warten da ganz viele Leute, die nach München wollen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt also, wir werden tatsächlich jetzt einmal hier. Nein, das wollte ich jetzt nicht.
mach's echt immer verkehrt, gell? So. Mittelmäßig. Dann werden wir die jetzt alle gleich mal ersetzen. Und dann zwei noch dazu. Können Sie nicht klonen? Warum nicht? Weil wir kein Fahrzeugdepot hier haben. Nehmen wir Addis. So, und das geht noch auf die, und jetzt hoffentlich finde ich die Rosenheim-Linie. München-Rosenheim. Jawohl. Dann wird es besser, hoffentlich. München-Rosenheim. München-Rosenheim. Kommen zwei Busse. Garmischer Bus. Also wenn ich das jetzt richtig gerade sehe, dann lädt der sowieso immer auf der einen Seite ein und auf der anderen lädt er aus und auf der anderen Seite lädt er dann ein. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das muss man spezifisch eingeben. Autosave. Und schon sind die Leute irgendwie weg. Wird jetzt die Frage, ob das so clever war. Und jetzt sind die Autos auch ein bisschen besser geworden. Der Stau hat sich aufgelöst. Wir haben gut gearbeitet. Sehr gut. Alles klar. Super. Da sind jetzt auch schon die Busse unterwegs. Der innerhalb Rosenheim Bus. Ah, ich glaube tatsächlich, dass wir das jetzt mit diesen beiden Nachkäufen die Busse fast sparen hätten können. Und warum diese beiden Garmischer Busse so in diesem kurzen Intervall fahren, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich hoffe mal, das verbessert sich noch. Schauen wir uns mal kurz die Linie an. Wo haben wir es denn? Wahnsinn, das ist echt schon ein Wahnsinn, gell, was wir schon an Linien haben. Hört man total gut. Richtig profimäßig. Wo war jetzt der? Ganz unten. Rosenheim, Garmisch. So. Ja gut. Ich will jetzt da kein Fass aufmachen wegen ein bisschen Minuspunkte. Oder wegen ein bisschen Minusertrag. Ich glaube, das pendelt sich alles schon so ein. Ulm, Augsburg macht Minus. Aber der muss nur einmal ankommen, dann ist es mit dem Minus auch wieder vorbei. Ansonsten viele blaue Zahlen. Ja, gut. Und da müssen wir jetzt mal nochmal schauen, genau wenn wir jetzt gerade dabei sind, ah, da wird auch schon wieder einiges schlecht sein, weil die Zeit immer so schnell vergeht. Uiuiui. Hey, wir kommen ja kaum und der Rest ist mittelmäßig, oder wie? Ja,
Meine Güte, man kommt ja dem Auswechseln schon gar nicht mehr hinterher. Es ist ein Wahnsinn. Es ist echt ein Wahnsinn. Der Holzzug ist tatsächlich so schlecht. Ist dem schon schlecht? Ist echt voll. Ersetzt. 35 Jahre fahrt der schon Kohle hin und her. Es ist ja wirklich ein Sinn. Machen wir jetzt einmal relativ unkompliziert. Fängt er wieder um. Kohle. Ja. 4, 5, 7. Fragen uns mal nicht, ob er voll ist, sondern gehen jetzt mal schwer davon aus. So. Bei Eisenerz, also auch die sind schon wieder so alt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn wir nicht so viel Geld hätten, würde ich jetzt fast sagen, wo sollen wir es denn hernehmen? Gell? Aber unglücklicherweise haben wir so viel Geld. Hätten wir jetzt beide ersetzen können. Nicht aufgepasst. Donauwörth nach Ingolstadt, das ist ja, ich wusste gar nicht, dass wir da eine Linie bringen uns da mal hin, schauen wir uns das einmal an. Mal du kurz weg hier. Ach, das ist diese. Ja. Und was warten da Leute? Wo keine. Die läuft da auf Minus. Ist jetzt wurscht. Also ihr seht es, es nimmt kein Ende. Man kann immer irgendwas tun. Ich wollte mich eigentlich nur um Altötting kümmern. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Das war jetzt echt spannend hier von dir, weil das ist mal was Neues gewesen. Ja, ihr seht es schon, der Verkehr hat sich tatsächlich normalisiert. Heute und zum Abschluss schauen wir jetzt ganz kurz einmal schnell. Wie schaut es denn da jetzt? Aha, okay, also. Da haben wir jede Menge Zeug, weil der so weit fährt. Der ist randvoll. Und dann hängen wir den jetzt ganz käse. Jetzt bin ich ganz vogelwild. Dann hängen wir den nochmal vier hin. Mal schauen, ob der das wirklich alles wegbringt. 83, da waren vier wahrscheinlich jetzt zu viel. Macht aber nichts. Aha, und auch da steht mittlerweile der ganze Bahnhof voll. Was bringen wir da weg? Das zockt er uns doch, oder? 99%, okay. Den hängen wir auf alle Fälle auch noch einen dran. Dann bringt er da ein bisschen mehr her. Also durch das, dass das Level gestiegen ist. Genau, das ist der springende Punkt. Wir haben es geschafft, diese Level zu steigen zu lassen. Und deswegen produzieren die mehr und deswegen geht euch schneller. Ja, interessant, interessant, super. Also wieder eine schöne, spannende Folge. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon, wenn ich die Karte ein bisschen bewege. Manchmal zickt schon ein bisschen rum, weil ja, der Computer.
mal jetzt hier diese Vogelperspektive, weil der Computer mittlerweile echt viel arbeiten muss. Es werden immer mehr Leute, der produziert oder beziehungsweise spiegelt ja alle Leute wider, der spielt ja jede Person nachher auf diesem Spiel. Und es werden ja immer mehr, je mehr wir bauen und so weiter. Also, da bin ich gespannt, ob wir denn unsere 100 Folgen schaffen. Das wäre mein großer Traum. Danke fürs Zuschauen für diese Folge. Pause. Schaut bitte in der nächsten Folge wieder ein. Danke, Dr. DJ Nick. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.